steile Skipisten sicher und mit Stil bewältigen. Der Kurzschwung ist eine der sportlichsten Schwungformen, die wir beim Skifahren kennen. Und in diesem Video hier darf ich dir in 3 Minuten die wesentlichen Tipps und Tricks rund um diese Skitechnik vermitteln. 2 Hinweise vorab: Das Video ersetzt keine Skischule vor Ort. Und zweitens, es basiert auf den Bewegungsmerkmalen des Deutschen Skiverbandes. Dort habe ich die Skiausbildung genossen. Doch zunächst zur Frage: Was ist ein Kurzschwung überhaupt? Wir sind bei diesem Schwung, wie der Name schon sagt, in einem kleineren Korridor unterwegs, von 3 bis 5 Metern in der Breite oder eben einer Pistenraupenspur. Der Parallelschwung wird dabei im besten Fall auf roten oder schwarzen Pisten gefahren, die ein bisschen steiler sind und auch im besten Fall nicht seitlich abfallen. Such dir dabei immer möglichst die Falllinie aus, in der du den Kurzschwung runterfährst. Das heißt, diejenige Linie, wo, wenn du eine Kugel oben am Berg platzierst, diese Kugel runterrollen würde. Und dazu gibt es jetzt 4 Knackpunkte, die wir in der Skitechnik bearbeiten können. Und diese 4 Knackpunkte möchte ich dir jetzt nennen. Erstens, der Körperschwerpunkt wird bewusst nach vorne verlagert. Stell dir dabei vor, dass, wenn sich der steile Hang unter dir neigt und du nicht nach vorne gehst, wirst du hinten auf den Skienden hängen. Das bedeutet, dass du immer mehr Geschwindigkeit aufbaust und keine funktional wertvolle Kurve fahren kannst, denn die wird über deine Schaufel vorne eingesteuert, über die Innenkante des Außenskis. Bedeutet für dich, dass du in jeder Kurve mutig sein musst, deinen Körperschwerpunkt auf Höhe des Bauchnabels und deiner Hüfte nach vorne bringen musst und da bewusst in das steile Gelände hineingehen musst. Zweitens, das bewusste Aufkanten. Wir möchten möglichst früh in der Kurve einen bewussten und dosierten Druck auf der Innenkante des Außenskis erzeugen. Dafür arbeitest du mit deinem Sprunggelenk im Skischuh nach vorne innen in jeder Kurve hinein. Doch wichtig ist, das Ganze machst du möglichst nicht ruckhaft an einer Stelle der Kurve, sondern schön dosiert über die Kurve hinweg. So entsteht keine Scheibenwischerfahrt, sondern ein schöner, runder Kurzschwung. Drittens, die Oberkörperstabilität. Als kleiner Merksatz gilt hier: oben stabil, unten agil. Du bist unten wieselflink mit den Beinen unterwegs. Dort wird die Arbeit verrichtet, dort wird richtig Ski gefahren und der Oberkörper gilt sozusagen als Widerlager. Er bringt Ruhe in deine Kurve, ist schön taloffen und stabil ausgerichtet. Das macht das Ganze verdammt sportlich. Und abschließend viertens, Rhythmus und Takt. Deine Skifahrten werden erst besonders cool und lässig, wenn du tanzt. Das ist jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, aber ganz klar, wenn du die ganze Zeit mit der Brechstange versuchst, deine Skikurven zu fahren, dann ist es nicht lässig. Es geht darum, das hier zu genießen, das Ambiente am Berg, die frische Luft, den Schnee, das Leben. Und das wird man spüren, wenn du einen gewissen Takt hast, Freude beim Skifahren und dann auch den Kurzschwung so durchziehst. Wenn es jetzt in die Top 5 Übungen zum Kurzschwung gehen soll, wie du den Kurzschwung erlernen kannst, dann schau in diesem Video vorbei oder die Langform dieser Erklärung hier, die gibt es im Video, was jetzt hier eingeblendet ist. Ich freue mich auf ein Abonnement und einen Kommentar und wir sehen uns im nächsten Video wieder, entweder da oder da. Ciao!